Herzlich willkommen zu eurem allerersten Let's Play und ich habe nicht awesome gesagt, was wir jetzt eigentlich ausgemacht haben, aber das machen wir jetzt nicht. Kunairo und Todberg, Papa Pichu, unser Gemeinschaftschannel, wir beide werden einen Let's Play Together Kanal machen und... Schön, dass du mich da auch sagen kannst, wenn es um Todberg geht, hä? Ist okay. Hauptsache, ich führe nur alle mit ein. So. Wir spielen unser erstes Let's Play, Die Unglaublichen. The Incredibles, der Angriff des Tunnelgräbers. Ein Film, den ich als Kind. Halt, Klappe. Ja, wirst du nicht, aber ich habe diesen Film, was weiß ich, wie oft schon geschaut. Über 10 Mal. Ich nicht einmal. Er nicht einmal, aber er hat die Story allein durchs Spiel. Ich habe das wirklich schon. Wir haben das schon durchgespielt, also es ist kein Blind Let's Play. Es tut uns so leid. Ja, tut uns sehr leid, dass wir das nicht blind spielen. Auf jeden Fall. Ja. Wollen wir mal anfangen? Ich habe mich aus der Unterwelt erhoben. Fürchte mich. Fürchte den Untergang. Nee. Ja, dein Untergang fürchten wir nicht. Okay, also ich werde als erstes, ich werde Mr. Incredible spielen, während Todberg Frozen spielt. Das haben wir uns innerhalb von 5 Sekunden entschieden. Ich habe gesagt, ich nehme Incredible, der Rest ist scheißegal. Wir haben es schon so durchgespielt. Ja, also wir haben es so durchgespielt. Also ich habe das Spiel geht. Uns gefällt die Charakterverteilung einfach so besser. Das Spiel ist sehr schnell zum Durchspielen. Wir machen automatisches Speichern, weil es immer anstrengend ist. Wir haben noch keinen Spielstand. Also wir haben das seit langer Zeit wieder nicht gespielt, es ist aber nicht schwer zu verstehen. Nur auf einem anderen PC? Nur auf einem anderen PC, jetzt spielen wir es zum ersten Mal auf diesem. So, wir speichern gleich mal am Anfang. Warum auch immer, wir haben da noch gar nichts gemacht, aber... jetzt, Achtung, Filmsequenz. Schau selten. Nun bitte. Das Filmende zum Anfang des Spiels. Filmende zum Anfang? Ja, nein. Ist das Filmende? Du hast den Film nicht gesehen, also Ruhe, damit Ende der Film. Psst. Ja, jetzt, ich wollte ihn noch sehen, dann eigentlich nicht. Das ist die Kartoffel. Der Superbösewicht Nummer 1. Das ist die eigentliche Spielgrafik, nicht dass ihr denkt, dass der Anfang war. Die da sehen wir nie wieder, bis zum Ende. Wir spielen wirklich nur die beiden, was ich schade finde. Die hören zwar gar nicht mehr zu, weil sie weggehen, aber der kann natürlich nicht so weiter schreien. Wow. So, jetzt geht's los. Und... Das einzige Problem ist, dass es alles gestaltet wie die Fortsetzung dieses Filmes. Die reden ziemlich viel und... Du redest auch ziemlich viel. Na, muss ja sein, beim Let's Play... ist das wichtig? Macht man. Ja, na klar. Und deswegen müssen wir... Und deswegen sollten wir vielleicht ein bisschen aufpassen, uns nicht zu überlappen. So. Zu überreden. Boom. Das bin ich. Oh nein, what? Die ersten und lowsten Gegner, die es gibt. Ich komme wieder mit der Steuerung nicht klar. Aber es wird zum Glück angezeigt. Ah, ich habe die Steuerung. Muss ich noch was ändern? Das mache ich gleich im nächsten Part. Also, in der Stelle. Du spielst das jetzt erstmal mit der schlechten Steuerung. Ich spiel's erstmal mit der schlechten Steuerung. Also, wenn ich jetzt abluse, dann liegt das nicht an meinem spielerischen Können. Nein, das liegt daran, dass ich eine scheiß Tastatureinstellung habe. Aber spielen tut auch nicht besser. Ich spiele... weitaus besser als du. Das Spiel. Zumal ich jetzt da diesen Vorsprung hochspringen kann. Im Vergleich zu dir. Stimmt doch gar nicht. Ich bin Mr. Incredible. Also ich nehme mal an, dass alle, die dieses Let's Play schauen, den Film kennen oder die wenigstens die Charaktere. Wenn nicht,
Mr. Incredible ist dieser rote Typ da in dem roten Strampelanzug, in dem blau-weißen, das ist Frozone. Deren Superkräfte sind Eiskraft von Frozone und Superstärke bei Mr. Incredible. Je nachdem im Spiel kann man das jetzt richtig schön kombinieren. Zum Beispiel kann man einfrieren und mit einem Schlag kann Mr. Incredible das den dann kaputt schlagen. Und dann kriegen beide schön viel EP. Schlagen, hauen, kicken, treten, irgendwie. Nein, nur schlagen und kicken. So, darum ist Frozen wichtig, weil er das einfrieren kann. Ohne mich würde dieses Let's Play überhaupt nicht funktionieren. Ja. Genau. Ja, ich muss jetzt nochmal. Die da betonen, wie unwichtig ich bin. Hasst man am Ende, weil die kannst du wirklich. Du kannst die Geschosse zwar einfrieren, Mr. Incredible kann sie dann nehmen. Und kann sie auf die Gegner zurückschießen. Allerdings sind diese Viecher, wenn das ganz viele sind, fast unabblockbar. Ja, mach den Ton kaputt, ist zwar nicht nötig, aber. Achso, nö. Ich mach alles kaputt, Hauptsache. Zerstören! Zerstörung! Whoop. Man kann auch ausweichen, aber man kann sogar mit Ausweichen dem Feind schädigen. Das ist das Ausweichen von Frozone. Roll mich einfach schnell mit unglaublichen Effekten. Einfach immer nur verschleiert zur Seite. Und du solltest vielleicht jetzt mal auf die Raketen machen. Man kann sich schön verstecken. Trümmel. Ja, man muss sie nicht abwerfen, man kann sie auch so kaputt machen. Wusste ich noch nicht. Nicht? Na gut. Auch beim fünften Mal findet man immer noch was Neues, was Reizvolles an diesem Spiel. Es ist immer wieder was Neues, dieses Spiel euch zu spielen. Immer wieder ein Erlebnis. Und ich. Ach ja, man kann eingefrorene Gegner hochnehmen und sie auf andere eingefrorene Gegner werfen. Oder man kann sie auch auf uneingefrorene werfen, aber das ist jedem selber überlassen. So, jetzt kommt das wirkliche Hass. Vieh. Nein. Der da ist absolut bescheuert. Du, weil du gegen ihn nicht ankommst und mich brauchst? Nein, ich kann auch gegen ihn ankommen. Es ist nur einfacher, wenn du ihn einfrierst und ich ihn kaputt schlage. Dadurch. Er hat noch so einen anderen Ziel. Kannst du ihn nicht hochnehmen? Ja, ich kann ihn auch hochnehmen. Ja. Ich kann ihn auch durch die Gegend schmeißen, aber das gibt nicht ganz so viel. Ja. Doch, gibt relativ viele Punkte. Also ich muss echt meine Steuerung ändern. Auf. Ich weiß gar nicht, warum die Steuerung. Ach, die Steuerung ist normal. Okay, wer auch immer die Steuerung erfunden hat, kommst du mal her. Ich möchte ein bisschen mitmachen. Also, möchte was sehen. Die Kamerasteuerung ist nicht getrennt. Heißt also, wir haben auch einen begrenzten Radius, den wir uns entfernen können, weil dann die Kamera streikt. Ich gehe jetzt nach Hause, du kannst weiter. Also, man muss beide mitkommen. Heißt also, wenn einer plötzlich. Ich will mal auch ein paar Gegner, ich will auch ein paar Punkte haben. Ja, das ist schon das zweite. Das Tolle daran in diesem Spiel ist, dass man zu zweit spielen kann. Das Negative daran ist, man streitet sich am Ende echt um die EP. Mr. Incredible braucht tatsächlich mehr. Der hat echt den größten Bedarf daran. Aber Frozen braucht natürlich auch ein paar. Und wenn Mr. Incredible alle wegnimmt, dann wird man da schon stinkig. Upgrades kriegt man mit Level-Ups und Level-Ups, sobald die blaue Leiste voll ist. Hier kann man schon ausweichen. Fühlen wir mal ausweichen vor, voll als Profis. Zack. Und zack. Ja, sobald man reinkommt, wird man verletzt und kann sich kaum bewegen. Eine Wand. Hab ich noch Leben? Okay, ich reiß die Mauer an. Ich sollte sie nicht haben. Frozen kann das übrigens auch. Der ist nicht der einzige Schwache. Ich kann auch schlagen, guck hier, Attack, bam, Eis. Aber seine beste Attack ist wirklich tatsächlich. Ja, das ist Freon. Freon wird den Gegner ein. Es gibt auch noch so einen schönen Sprung-Move. Oh, fein, stirb. Das da, diese Bewegung kann man absolut nicht leiden. Als Spieler. Man bekämpft übrigens nur gegen Roboter, nicht gegen Menschen. Der Tunnelgräber selbst, ob der ein Mensch ist, weiß ich nicht, aber. Das ist die Mega-Kartoffel. Man kämpft gegen ihn, aber das müsst ihr am Ende dann sehen. Die Mega-Kartoffel. Ich glaube, nach der Filmszene. Ja, wir können noch ein bisschen. Müssen halt aufpassen. Die Master-Kartoffel. Ja. Ein Bohrer. Haben wir was Neues? Hast du den Panzer gesehen? Da sind Menschen drin, die kann man noch nicht sehen. Oh, das ist was Schönes für uns.
diese Punkte da sind super Moves, sind jeweils super ziemlich Moves. Geil. Siehst du, ich kann den auch ganz alleine ohne dich fertig machen. Ja, das ist, warte mal, du kriegst Boss, das Upgrade. Das nächste krieg ich. Ja, ja, genau. So, ich hab's jetzt. Cool, hör. Jetzt schlagen wir das kaputt, da kann vor so ein Stäbchen helfen. Macht er gut. Haut. Jetzt kommen diese Viecher. Das Tolle ist, in manchen Spielen werden Gegner einfach so übermannt oder von sich gegenseitig einfach durchgehauen, aber hier können sich die Roboter gegenseitig auch verletzen. Toll, was du jetzt? Nein, warte, lass mich. Du kriegst den automatisch. Ja. Da siehst du. So, wollen wir mal einen Supermove einsetzen als Grand Finale im ersten Part? Nö. Doch. Boff, boff, boff. Sehe ich nichts mehr, hat die Scheibe zerstört. So, das war auch schon das erste Level. Naja, noch nicht ganz. Doch, das war's erst. Du, das war echt Level. Ich glaube, wir können noch das Zeit anbrechen. So, ne, würde ich nicht machen. Ich würde jetzt einen Schnitt machen. Wir müssen ja nicht alles ausschöpfen, aber fürs erste reicht's. War schon unser erster Part fürs erste Let's Play. Wir erhelfen verhalten 250 Punkte. So, das ist die Auswertung, die ist immer schön zu sehen. Zumal man dann. Boah, Schaden durch Super Move 1000. Schaden durch Schlag, ich habe mich dazu geschlagen. Im Quellies, ne? Oh, das drei Gegner! Ups. Sag mal, wie viel haben wir gefunden? 1, 2, 3. Wer schlägt die denn immer schon vorher tot? Das meint man nämlich hier. Am Ende, einer hat dann erfolgreich und der andere ist halt unverständlich, weil er halt nicht genug Punkte bekommen hat. Und da muss man echt aufpassen. Aber guck mal, ich habe nur 3 Punkte drüber und dir fehlen auch 300 Punkte. Ein paar, fehlen 1000. Das sind nur 1000. Naja, wir werden uns mal ein bisschen absprechen. Normalerweise versucht man immer das wirklich zu finden, dass beide erfolgreich beendet, aber das hatte ich. Ja, ich habe ein Upgrade. Was ja, ich nicht. Warte mal, warum? Du kriegst das Upgrade, das kann man noch mitten im zweiten Level dann machen. Das können wir dann auch zeigen. Dann muss ich jetzt nicht jeden nerven damit ich mitten im Spiel noch upgrade. Das mach ich dann danach. Es wäre nicht ganz so praktisch, wenn man es nicht macht. Egal. Ich mach's danach. Ja. Jeweils verschiedene Fähigkeiten unterscheiden sich auch bei Frozone. Ich hasse das Menü. Ich finde es toll, wenn der immer so dem sagt, was man sagt. So. Hauptsache, ich gebe noch meinen Kommentar dazu. Ja, genau. Ich skill Incredislam. Das ist ein Sprungmove, den kann ich am nächsten Part mal richtig zeigen. So. Ja, ich denke, wir lassen es jetzt. Diesen Part. Ja, für den ersten Part kann man es lassen. Ja. Schöner Anfang von mir. Bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Ciao.